Ihr kennt ja die Marke Salewa, eine Marke, die oft in Sachen Marketing hinter der Brudermarke Dynafit steht. Und Salewa hat seit einigen Jahren ein Flaggschiff bei sich im Programm, das eigentlich gar keins sein will, aber trotzdem so beliebt ist. Warum? Das klären wir heute im Review der Salewa Pütz Aqua 2.5. Zu Beginn wie immer der Transparenzhinweis. Salewa hat mir weder die Jacke noch Geldeinheiten zukommen lassen für dieses Video. Da ich meine Reputation bei den etablierten Marken kenne, gehe ich mal davon aus, dass sich das auch niemals ändern wird. So, aber wir haben die Pütz Aqua Powertex 2.5 hier, um ganz genau zu sein. Und schauen wir erstmal kurz auf die Frage, wie Salewa diese Jacke verkaufen würde. Eine wasserdichte und atmungsaktive 2,5 Lagen Hardshelljacke für Herren, die uneingeschränkten Schutz beim Wandern in den Bergen bietet. So stellt Salewa die Jacke vor. Aber schauen wir uns doch mal die harten Fakten an. Sie ist eine 2,5 Lagen Jacke. Falls ihr nicht wisst, was das heißt, findet ihr hier oben rechts beim i ein Video zu dem Thema. Damit ist die Membran äußerlich zwar vor Abrieb geschützt und auf der Innenseite vor leichten Gebrauchsspuren geschützt, aber mehr halt auch nicht. Klassische Probleme unter den Schulterriemen, hinten am Becken und auf Brusthöhe sind also häufiger zu erwarten als bei den robusteren Dreilagenlösungen. Doch dafür kommt die Jacke mit 294 Gramm bereits aus. Wiegt damit also einen Bruchteil der Dreilagenjacken. Interessant ist auch das Packmaß. Durch de facto zwei Lagenaufbau, weil die halbe Lage ja eigentlich keinen starken Einfluss auf die Materialstärke nimmt, kann die Jacke immer weiter und weiter komprimiert werden, sodass sie am Ende ja wirklich klein ist. Zwei Taschen, ein simpler Hauptreißverschluss und ein Gummizug am Kopf für die Kapuze sind ebenfalls noch mit dabei. Mit einstellbaren Ärmelabschlüssen und einer Verengung am unteren Ende sind die Features damit aber auch schon wieder abgehakt. Technisch bringt die Jacke 10.000 Gramm pro Quadratmeter pro 24 Stunden Atmungsaktivität mit. Das gilt offiziell als sehr atmungsaktiv. Mit gewissen Einschränkungen, aber dazu gleich nochmal was. Zudem gibt es frei Haus 10.000 mm Wassersäule. Das ist für eine Hardshelljacke definitiv der untere Grenzwert, wenn sie im Bergsport tatsächlich zum Einsatz kommen soll, aber eben noch im Bereich der guten Werte. Die Membran ist die hauseigene Powertex Extreme Membran Lösung, deshalb insgesamt auch günstig in der Produktion. Zuletzt sollte erwähnt sein, dass es sich hier um ein 100% Polyesterprodukt handelt, also nix recycelt, nix ökologisch, nix spezielles unterm Strich. Aber das alles muss ja auch funktionieren und das alles darf und soll auch bewertet werden. Und dafür gibt es im deutschsprachigen Raum natürlich nur eine Anlaufstelle. Fangen wir bei der Verarbeitungsqualität an. Da ist ja bei Salewa wirklich nichts zu sagen. Ich habe mir die Nähte lange angesehen und ich finde die Nähte sehr einwandfrei. Ich finde die Tapes sehr einwandfrei. Es ist überall auch an den Kreuzstellen, diese klassischen Kreuzungen, sehr gut gelöst. Es wurde hier nicht nochmal verstärkt mit einem Punkt, aber es ist quasi jede Kreuzung ist doppelt verklebt. Das heißt auch die Nähte, über die würde ich mir gar nicht zu viele Sorgen machen. Auch die Reißverschlüsse sind sehr schön eingenäht. Verarbeitungsqualität ist einfach gut. Das muss man ihnen so lassen. Das kann Salewa. Die sind halt auch schon lange genug in dem Business drin. Die haben ihre Vertragspartner, die einfach eine solide Arbeit machen. Dann schauen wir uns noch kurz den Reißverschluss an. Wir haben hier einen YKK 5er Größen Reißverschluss. Der ist ein solides Mittelding, würde ich sagen. Ich finde die ganz großen Reißverschlüsse, diese 8er Größen, die sind ein bisschen zu hakelig und einfach zu grob für einen Reißverschluss an einer Jacke. Das hier ist jetzt einer der günstigeren Schieber. Sie haben dann quasi nochmal so einen kleinen Puller dran gemacht. Das ist ja sozusagen ihr Markenzeichen im Prinzip, dass sie hier immer ihre kleine Rebschnur nochmal dran machen, weil der Schieber allein halt einfach nicht sehr hochwertig wäre. Es gibt aber auch sehr hochwertige Schieber, haben sie hier jetzt drauf verzichtet. Brusttasche hat die Jacke leider keine, finde ich sehr schade. Das ist vom Gewicht her, da geht es um 15 bis 20 Gramm. Das hätte man ruhig sich noch erlauben können. Genauso wie eine Innentasche man sich noch hätte erlauben können. Wie man hier nämlich unschwer erkennen kann, besteht diese Jacke, simpel gesagt, aus dem Simpelsten. Also aus nix. Sie hat auch keine Belüftungsschlitze, auch das wären eigentlich nur 20 Gramm gewesen.
Und ich weiß, man wollte das Gewicht drücken, aber mit Ultralight Windstoppjacken kommen sie sowieso nicht in Konkurrenz, weil sie sind schon bei der 300 Gramm Grenze. 294. Ich vermute, man wollte mal unbedingt unter den 300 Gramm bleiben. Das geht halt dann auf, irgendwo muss es halt weggespart werden, ganz einfach. Die Klettverschlüsse sind leider nicht die hochwertigsten. Das ist schade. Es ist so ein klassisches Plüschteil, das über die Zeit schnell alt wird. Auch die Endvernähung der Klettverschlüsse ist irgendwie... Also die Plüsch, die Loops, die sind einfach, das ist ein Krampf. Ich kenne das, wenn man sie ganz am Rand vernäht, dann ist das Risiko unterm Strich zu groß, dass irgendwo mal eine Naht sich rausbiegt und quasi dann der ganze Klettverschluss hier sich loslöst. Wenn man es aber zu weit innen macht, sieht das einfach nicht schön aus und es wirkt einfach so super billig. Es gibt dafür keine wirklich gute Lösung, insofern kann man ihr da nicht viel vorwerfen. Sie haben trotzdem billigen Klett verwendet. Es gibt Hook- und Loop-Lösungen, die sehr viel teurer sind, aber auch sehr viel hochwertiger, besser, angenehmer, nicht an jedem Kack kleben bleiben. Abgesehen davon, wenn wir diese Jacke jetzt einmal so nehmen und mit aller Gewalt zusammenpressen, wie es nur geht, dann seht ihr, die Jacke wird schon sehr klein. Sie ist nicht so windstopperklein, also so wie man das von diesen 1-Euro-Ponchos kennt, logischerweise. Es ist halt nicht einfach nur eine Plastiktüte, sondern da steckt halt schon ein bisschen Technik drin. Aber sie ist schon lächerlich klein. Meine Dreilagenjacke, die ich auch von Saliva habe unter anderem, die kann das natürlich nicht. Das ist cool. Das hat aber auch einen Grund. Das Obermaterial, das Polyester-Obermaterial, ich muss gleich noch zur Kapuze, ich darf diese Kapuze nicht vergessen, das ist übel. Das Obermaterial ist halt doch recht dünn. Das Polyester ist, ich meine, man kann doch die Jacke durchschauen. Insgesamt ist die Jacke einfach wahnsinnig, wahnsinnig dünn. Und das ist halt auch einer dieser großen Problempunkte meiner Meinung nach. Ich kann hier sie nicht wirklich gut kaputt machen. Ich versuche gerade mit dem Nagel so ein bisschen irgendwie was kaputt zu machen. Aber man sieht halt, man kann die Membran und das Obermaterial spannen. Und man sieht ihr richtig an, wie ihr das einfach nicht gefällt. Wie sofort so kleine Falten entstehen innerhalb der Lagen. Das mag sie einfach nicht. Sie mag einfach nicht strapaziert werden. Das heißt nämlich unterm Strich, sie ist sensibel. Sie darf nur beim Wandern getragen werden. Und was passiert jetzt, wenn wir einen Rucksack, gerade so einen Schulterriemen, der vielleicht auch nicht wahnsinnig viel gepolstert ist, mit schwerem Gewicht, wie man das beim Trekking beispielsweise oft hat, hier immer wieder auf diesem Schulterteil hier trägt. Ich gehe davon aus, dass das in kürzester Zeit durchgescheuert sein wird, dass das Laminat, die obere Schicht, das Polyester in kürzester Zeit durchgescheuert sein wird und dass es dann halt einfach erste Probleme mit der Wasserdichtigkeit geben wird. Und das ist halt für eine Jacke, egal wie viel sie kostet, gar nicht so gut. Aber, jetzt muss ich aber auch nochmal kurz Lob aussprechen. Ich habe sie ein paar Mal jetzt getestet im Regen. Ich habe sie getestet bei unterschiedlichen Temperaturen. Ich habe sie einmal bei 15 Grad getestet. Ich habe sie einmal bei 0 Grad getestet mit unterschiedlichen Isolationsschichten drunter. Einfach mal, um zu sehen, was macht diese Jacke eigentlich, wenn es regnet, wenn es viel regnet, wenn es ein bisschen nieselt, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Wie arbeitet sie eigentlich? Ist sie atmungsaktiv? Ja. Mit den 10.000 Gramm pro Quadratmeter in 24 Stunden ist sie atmungsaktiv. Und auch das kann ich so unterschreiben. Ich würde auch sagen, wenn man die jetzt auf den Prüfstand schickt, dass das zu 100% so stimmen wird. Weil ich sehr zufrieden bin damit, was die Jacke gemacht hat. Mir wurde warm, ich war einmal mit ihr auch laufen, also trainieren. Mir ist warm geworden, ich habe nicht sonderlich extrem geschwitzt. Also da gibt natürlich die Membran dann auch auf, wenn man wirklich quasi so einen Sturzbach am Rücken hat. Aber mir war halt warm und diese Abwärme, die wurde wunderbar nach außen transportiert. Gleichzeitig war es stürmisch und ich habe mich in dieser Jacke absolut wohl gefühlt. Der Wind kommt nicht durch. Man hat den Abschluss unten, der zwar auch ein bisschen günstig wirkt, aber halt unterm Strich funktioniert. Und das ist wunderbar, das klappt alles wunderbar. Man fühlt sich wirklich gut eingepackt in der Jacke. Auch bei Starkregen tut sie immer noch, was sie soll. Sie ist ja auch nochmal zusätzlich imprägniert. Auch das sieht man ja wunderbar und das funktioniert ja auch alles wunderbar. Und ich hatte nirgends irgendwo das Problem, dass die Nässe wirklich aufgesaugt wurde vom Obermaterial. Natürlich, die Imprägnierungen muss man erneuern, aber die Membran hat ihren Job erledigt, die Imprägnierung hat ihren Job erledigt und insofern bin ich damit sehr zufrieden. Das Einzige, was ich eben weiß, dass diese Jacke nicht können wird, ist robust sein.
Weil das ist sie nicht. Das sieht man ihr an. Das sieht man ihr an, wenn man sie dehnt, wenn man sie spannt. Das sieht man ihr an, wenn man sie alleine ansieht, weiß man schon, vorsichtig sein. Und das finde ich bei Jacken grundsätzlich nicht so cool. Und dementsprechend ist sie für Tracker und Wanderer, und das bin auch ich oft, ich gehe auch einfach so oft in die Berge und weiß, dass ich jetzt nicht großartig irgendwo am Fels herumscheuern werde und dass ich keine Materialien dabei habe, die meine Jacke irgendwie kaputt machen könnten. Und deswegen ist die Jacke mittlerweile sehr oft mit mir dabei, anstatt der 3-Lagen-Hardshell-Jacke, die einfach klobiger ist und mehr wiegt und mehr Platz im Rucksack braucht. Und weil ich diese Jacke habe, kann ich halt jetzt auch öfter diesen Rucksack nehmen, der bei manchen Touren zum Bersten gefüllt ist, gerade wenn man zu zweit unterwegs ist und nur einen Rucksack nehmen möchte. Und da passt halt diese Jacke rein und die andere halt nicht. In diesem Sinne ist die Pütz Aqua für das, was sie kann, oder für das sie ausgelegt ist, eine richtig starke Jacke. Und bevor ich es vergesse, bevor wir hier mit zu viel Lob um uns schmeißen, wenn es um Saliva geht, was ist das für eine Kapuze? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich verstehe ja, dass man bei der Jacke keinen Helm drunter trägt, weil dann ist sie ja quasi in dem Bereich unterwegs, wo sie nicht unterwegs sein soll. Aber was? What? Das ist ein Gummizug. Erstens mal, Gummizug hat diese hervorragende Eigenschaft, dass er über die Zeit ausleiert. Wenn ich das 1000 Mal mache, ist der Gummizug kein Gummizug mehr. Die Idee ist ja quasi, dass der Gummizug die Kapuze am Kopf halten soll, wenn es richtig stürmisch ist. Das funktioniert ja auch, aber es fühlt sich wahnsinnig awkward an. Es ist einfach, das fühlt sich nicht gut an, wenn da der Kopf drin steckt und dann wird von den Seiten, weil es wird ja quasi von hier zugedrückt. Und oben spürt man aber, wie sich die Kapuze flattert und bewegt, weil oben hat sie ja da nichts. Wir reden halt von einem Kordelzug, der 10 Gramm wiegt. Dass man das verstellt und wieder aufmachen kann und wieder zumachen. Man merkt die einfach an, dass sie unter den 300 Gramm bleiben wollten. Das ist eine Jacke, die kann ich mir richtig gut vorstellen als langlebiges Produkt für Tracker. Aber solche Sachen, die einfach auch ausleiern über die Zeit. Weil wenn ich die Jacke trage, dann regnet es wahrscheinlich, dann will ich mir die Kapuze aufsetzen, dann ist der Gummizug die ganze Zeit auf Spannung und durch die Spannung leiert er aus und dann ist er halt nach 100 Einsätzen nicht mehr gespannt und dann ist das Feature auch wieder weg und dann kann ich meine Kapuze nicht mehr verstellen und dann weht sie mir vom Kopf und ja, und dann bin ich sauer und nass vor allen Dingen. In erster Linie bin ich dann nass und ich frage mich, was die Leute bei Saliva geraucht haben, was sie sich gedacht haben, dass das hier eine starke Idee ist. Aber Hauptsache unter den 300 Gramm bleiben. Also insgesamt eine gute Jacke mit dem ein oder anderen fragwürdigen Feature. Und in diesem Sinne würde ich sagen, lassen wir es gut sein, schauen uns noch den Preis und das Fazit an. Schauen wir uns jetzt noch den Preis an, bevor es zum Fazit geht. 100 Euro UVP ist hier angesagt. Jetzt kann man diese Jacke rein preislich eigentlich unmöglich beurteilen, ohne nicht auch ihre Leistung mit einzubeziehen. 100 Euro ist im Hardshell-Jackenbereich wenig Geld. Vor allem, weil UVP noch lange nicht der Verkaufspreis auf den üblich verdächtigen Plattformen ist. Aber die Jacke hat nun mal einen sehr eingeschränkten Nutzungsbereich. Daher sind 100 Euro per se auch nichts, wenn man überlegt, dass man für 100 Euro mehr auch schon sehr, sehr starke dreilagige Jacken für wirklich jeden Einsatzzweck bekommt. Womit die preisliche Einschätzung tatsächlich in erster Linie beim Anwendungszweck liegt. Daher sollte man letztlich auch wirklich alles in dieses Fazit packen. Ja, die Pütz Aqua ist nicht der Beweis, dass Saliva für wenig Geld Krebs heilen kann. Dass die Jacke einen sehr eingeschränkten Nutzungsbereich im Sinne von Trackings, Wanderungen und als Notfalljacke hat, das muss Saliva aber eigentlich noch ein bisschen besser kommunizieren. Warum sie das nicht tun? Ja, das kann sich jeder selbst zusammenreimen. Wobei, ihr kennt mich, ich kann mich ja nicht zurückhalten, weil es sich einfach nicht so gut verkaufen würde. So ist die Jacke aber letztlich ein Verkaufsschlager. Und wahr ist auch, für die meisten Menschen in den Bergen ist so eine Lösung auch absolut ausreichend. Wer geht denn wirklich bei eisigen Temperaturen, teilweise schlechtem Wetter, Eisklettern, auf Hochtouren oder irgendwo in Chamonix Mixed klettern? Unterm Strich die wenigsten. Für solche Anwendungszwecke ist die Jacke zu dünn, zu fragil, zu wenig ausgestattet, zu schlecht in den technischen Werten. Aber das ist alles unterm Strich auch egal, denn das ist alles auch nicht der eigentliche Anwendungszweck. Der Anwendungszweck ist Wandern. Und dafür ist diese Jacke sehr gut. 100 Euro ist sie meiner Meinung nach wert.
Die Tatsache, dass sie in der Regel deutlich billiger ist, macht diese Sache unterm Strich nur noch besser. In diesem Sinne, wenn euch der heutige Test und das Review gefallen hat, berücksichtigt bitte, dass sich die Tests durch eure freiwilligen Beiträge unter paypal.me/alpenacademy finanzieren. In diesem Sinne wünsche ich euch bis zum nächsten Mal eine wunderschöne Zeit und bergheil!